Auch nicht vergessen, heute um 16 Uhr Livestream auf www.twitch.tv/gtimetv. Let's start again. Moin, jetzt wär's uns am Ersterinnen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Craft Attack 4. Meine lieben Freunde, ich will gar nicht lange um den heißen Brei reden. Wir müssen uns direkt auf den Weg machen, denn es gibt was zu tun, meine lieben Freunde. Wer gestern den Livestream verfolgt hat, der hat mitbekommen, wie das Kollektiv eiskalt die Rebellion beklaut hat. Oh Gott. Oh Gott, ich hab... Oh, gut, ich hab's noch überlebt. Eieieiei. Ich hatte noch keine Flügel an. Ich muss jetzt wieder hoch, denn ich muss von der Insel aus an eine Stelle fliegen. Denn ich habe gestern gezeigt bekommen vom lieben Balui und Basti, wo die Basis des Kollektives ist. Und wir müssen heute ein Zeichen setzen, meine lieben Freunde. Wir müssen dem Kollektiv beweisen, dass sie sich nicht mit uns anzulegen haben und dass sie diesen Kampf auf gar keinen Fall gewinnen können. Denn sie sind nicht die einzigen, die hier mächtig sind. Es gibt hier auch noch andere Mitstreiter, die sehr mächtig sind. Und das werden wir ihnen jetzt beweisen, indem ich dort eine, ich sag jetzt mal so, eine explosive Falle bauen werde, auf die sie auf jeden Fall reinfallen werden. Und das werden wir jetzt mal uns hier näher anschauen. Da sind wir nämlich auch schon an der Basis, die sehr, sehr gut durch den Flug erreichbar ist. Und hier stehen einige Kisten, mit denen wir die Jungs auf jeden Fall super, super gut verarschen können. Sehr schön. Da können wir auf jeden Fall eine richtig, richtig coole, richtig coole Sache mitmachen. Da würde ich nämlich sagen, gehen wir jetzt einfach mal hin und stellen irgendwo hier eine Kiste hin, die angeblich als Essensbox dient. Oh Gott. Okay, hier drunter ist natürlich jetzt nicht so viel Platz. Da müssen wir das jetzt ein bisschen umbauen. Okay, das geht relativ schnell, Leute. Kein Thema. Das bekommen wir auf jeden Fall hin. So, jetzt nehmen wir hier so ein bisschen Steine. Zack. Dann bauen wir uns nämlich jetzt hier hoch. Die werden schon sehen, Leute. Ich sag euch das. Die werden schon sehen. Die werden sich danach nicht mehr mit uns anlegen, weil die dann Bescheid wissen, wer hier auf jeden Fall die Zügel in der Hand hat. So, dann bauen wir jetzt hier weiter ab. Ich werde auf jeden Fall dafür sorgen, dass diese Betten hier in die Luft fliegen. So. Schnell mal eben hier hochgehen. Oh. So, zack, zack. Sehr schön. So, jetzt müssen wir nur mal ganz kurz schauen. Wir platzieren hier eine Trap Chest. Oh, fuck, Alter, das sieht man, glaube ich, ne? Obwohl, nee, wenn ich da jetzt einen Stein drunter setze, normalerweise müsste der doch das Redstone bepowern, oder? Ja, tut er. Sehr schön. Wird das hier bis hierhin bepowert? Nee. Das geht immer nur einen weit, habe ich das Gefühl. Da müssen wir jetzt hier einen Repeater dran setzen. So, zack. Und dann müsste das eigentlich gehen. Jetzt müsste es eigentlich klappen. Ja, tut es. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr schön. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Nice, nice, nice. So. Und dann würde ich sagen, setzen wir hier unten eine ordentliche TNT-Falle rein, damit die Freunde beim nächsten Mal sich gut überlegen, mit wem sie sich hier anlegen. Ich habe ja gut TNT am Start hier. So, packen wir hier so ein bisschen was hin. Zack. So. Das müsste schon ausreichen eigentlich. Obwohl, ich würde sagen, wir hauen hier einen so hin. Zack, dann setzen wir das so. Sehr gut. Und dann kommt hier der ganze Dirt wieder drauf. Müssen gucken, man darf das nicht sehen. Man darf die Falle nicht sehen. Zack, sehr schön. Sehr, sehr gut. Das müsste eigentlich so, wie es jetzt ist, passen. Aber ich würde sagen, Leute, zur Sicherheit testen wir das Ganze nochmal. Ich würde sagen, ich teste das lieber. Dieser Plan darf nicht schief gehen, Leute, weil sonst nehmen die uns absolut nicht ernst. Ja, wir müssen das auf jeden Fall einmal testen, ganz kurz. Ich setze mir jetzt mal hier eben so Dirt hin. Oder besser gesagt, den Kram hier. Nee, die Redstone-Fackel ist noch an. Hm. Kann man auf das TNT drauf Redstone verlegen? Nee, ne? Nein, das geht nicht. Okay. Dann müsste das eigentlich trotzdem klappen. Ich könnte aber alternativ auch gucken, dass ich hier... Erstmal mich jetzt wieder hochbaue. Zack. So, und dann glaube ich hier einen Repeater dran setze. Hm. So. Und dann gehen wir hier einen tiefer... Moment. So, dann kommt hier nämlich ein Dirt hin.
zack. So, und jetzt, wenn man das auslöst, also die, die Trap-Chest, dann müsste rein theoretisch die Fackel ausgehen. Müssen wir mal eben testen, meine lieben Freunde. Ah, die ist noch an. Aber wenn da jetzt TNT steht, müsste das ausgelöst werden. Nee, das Signal geht gar nicht in den Repeater rein. Deswegen. Okay, dann müssen wir das jetzt nochmal ein bisschen umbauen. Ich gehe wirklich auf Nummer sicher, Leute. Die Falle darf nicht schief gehen, weil wenn das schief geht, dann nehmen die uns nicht mehr ernst. So. Nur mal ganz kurz schauen hier. Ja, okay, gut. Der geht auf jeden Fall an. Der geht auf jeden Fall an hier. Ich glaube, wir könnten sogar rein theoretisch einen Block bepowern. Der ist ja jetzt bepowert, der Block hier. Und wenn ich da jetzt quasi eine Redstone-Fackel dran mache, die müsste jetzt theoretisch ausgehen. Ich glaube, die muss nur bepowert werden durch einen Block. Dann funktioniert das, glaube ich. Ja, da habt ihr gesehen, die ist ausgegangen. Okay, der Block, der also hier steht, wird definitiv bepowert. So, dann würde ich sagen, fangen wir an. Dann bauen wir jetzt hier die Falle hin. Dann hauen wir hier eine ordentliche Anzahl an TNT mal drunter. Oh, den Bogen tun wir lieber mal aus der Hand. Nicht, dass ich jetzt die Falle schon auslöse, aus Versehen. So. Das sollte auf jeden Fall reichen. Das ist eine gute Anzahl an TNT. So, und dann bauen wir das ganze Ding hier schön zu. Und dann werden unsere Freunde vom Kollektiv sehen, wer hier die wahren Erbauer von Fallen sind. So. Müssen jetzt gleich noch warten, bis über die ganze Sache Gras wächst. Ich habe hier noch ein Schild extra. So. Kartoffeln. Zack. Das Schild haben wir da dran gemacht. Sehr gut. Und die haben hier nämlich gebackene Kartoffeln. Die nehmen wir jetzt einfach mal schnell hier raus. Und dann packe ich die hier rein. Weil das Essen vom Kollektiv zu stehlen, das haben wir nicht nötig. Und dann hoffe ich, dass sie auf diese Falle definitiv reinfallen. Die müssen einfach drauf reinfallen, Leute. Anders geht das hier nicht. Und dann bin ich mal gespannt, was da passieren wird. So, jetzt müssen wir ganz kurz warten, bis über die ganze Sache hier ein bisschen Gras gewachsen ist. Weil wenn ich jetzt abhaue, dann sehen die das ja, dass hier auf jeden Fall Dirt war. Und dann kriegen die das ja hundertprozentig mit der Falle, ne? Da müssen wir halt wirklich drauf achten. Ich kann mir aber vorstellen, dass der Schwachkopf Early Boy bestimmt diese Falle auslösen wird. Hundertprozentig, ja. Und das ist auf jeden Fall die Rache für gestern im Livestream. Wer den Livestream verpasst hat, kann sich natürlich die Wiederholung anschauen. Ich habe keine Zusammenschnitte reingepackt, weil gestern war nicht so großes Roleplay. Und ja, wie gesagt, halt, wenn man Lust hat und sich das nachträglich anschauen will, dann guckt euch einfach den Livestream von gestern nochmal die Wiederholung an. Gestern wurde nämlich unsere Rüstungskammer ausgeraubt vom Kollektiv und das können wir uns auf gar keinen Fall hier bieten lassen. So, ich denke mal, das reicht auch schon. Da wird auf jeden Fall über die Sache Gras wachsen, da muss ich mir keine Sorgen machen. Die sind auch selber schuld, wenn sie hier ihre Tore offen stehen lassen und jeder da reinspazieren kann. Da müssen die sich nicht wundern. Ach genau, bei denen gibt es auch ein Netherportal. Ich gehe durchs Netherportal zurück. Machen wir uns schnell hier mal auf den Weg. Oh, da ist eine Spinne. Oh, die hat einen Buff sogar gehabt. Eieiei. So, dann machen wir uns hier schnell mal auf den Weg zurück. Da oben muss nämlich irgendwo ein Netherportal in der Festung sein. Das weiß ich. So, da genau, da ist es. Und dann werden wir nämlich schauen, dass unsere Falle hoffentlich bei irgendjemanden ausgelöst wird in der Folge. Gebt mir sofort Bescheid, Leute, sobald ihr das mitbekommt, dass bei denen die Falle ausgelöst wurde. Noahs Keller, Halbzwilling, okay. Hier geht's aber nicht in seinen Keller. Ja, wie gesagt, halt, sobald die Falle ausgelöst wurde, sagt mir Bescheid, bei wem es passiert ist. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und dann bin ich ja mal gespannt, was abgehen wird. Und ich denke, das wird auf jeden Fall ein guter Warnschuss sein für das Kollektiv, dass sie sich danach überlegen, ob sie sich vielleicht nochmal mit uns anlegen oder nicht. Denn das würde ich ihnen auf jeden Fall nicht raten. Und wir werden natürlich unsere Rüstungen auch noch zurückholen. Auch wenn sie unsere Rüstungskammer geklaut, ausgeraubt haben. Unseren Willen haben sie damit nicht gebrochen. Wir werden sie definitiv trotzdem noch vernichten. Und dann würde ich einfach mal sagen, wer an dieser Stelle... Oh, ist hier eine Falle? Nee, da war einfach nur ein Knopf verbaut. Okay, man weiß nie. Man ist mittlerweile richtig vorsichtig. Egal, welche Kiste ich öffne oder wo ein Knopf ist oder sonst was. Ich tue immer bei allem, tue ich immer gucken, dass ich, ja, möglichst
nicht irgendwie die Sachen auslöse direkt, sondern erstmal gucke, ob da irgendwie TNT drum gebaut ist. Denn gestern ist anscheinend hier irgendwie bei Balui und Basti im Haus auch TNT in die Luft geflogen. Ich weiß gar nicht, ob sie es schon mittlerweile repariert haben. Nee, das sieht noch nicht so aus. Also ich glaube, das war noch eine verspätete Zündung von der Kiste, die geöffnet wurde. Auf jeden Fall ist hier gestern auch richtig Rambazamba gewesen, weil hier wieder die halbe Bude denen um die Ohren geflogen ist, weil Early Boy anscheinend da irgendwie wieder so eine TNT-Falle platziert hat. Und das ist zum einen auch meine Rache. Oh, hat er hier hinter irgendwas versteckt? Nee, so wie es aussieht, nicht. Auf jeden Fall ist gestern denen hier auch wieder die Bude um die Ohren geflogen. Ja, hier sieht man es auch, also... Da ist irgendwie gestern wieder irgendwas kaputt gegangen. Und wo geht's hier unten hin? Was soll das hier unten werden eigentlich? Also ich habe keinen Plan, wer das hier gebaut hat oder was das hier werden soll. Aber gut, ich lasse mich gerne natürlich überraschen. Und dann würde ich mal sagen, wer für die Rebellion ist, der smasht auf jeden Fall mal den Daumen-Button nach oben hier. Ja, ihr könnt gerne, wenn ihr möchtet, ein Like da lassen oder einen netten Kommentar. Und wenn ihr in Zukunft keine Folge mehr verpassen wollt, ich werde jetzt das eine oder andere Mal öfters mal beim Kollektiv ein kleines Attentat ausüben, so wie heute. Da können die sich auf jeden Fall drauf einstellen, denn die haben sich hier definitiv mit den Falschen angelegt und das werde ich denen in der nächsten Zeit beweisen, dass sie sich niemals mit der Rebellion anlegen sollten. Wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr auch gerne abonnieren, so verpasst ihr keine Folge mehr und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, heute um 16 Uhr Livestream auf www.twitch.tv/gtimetv. Könnt ihr gerne, wenn ihr möchtet, einschalten und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder oder nachher im Livestream. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.